Hi, mein Name ist Gerrit Asensio, ich bin Teil des Syntax-Teams von der Tanzcrew Nintendo Crew und ja, mache heute eine kleine Basic Breakdance-Session mit euch. Ich freue mich sehr, dass ihr ja, teilnimmt, auch wenn es jetzt online ist. Und ja, let's go! Der erste Schritt, den wir lernen werden, wird der Indian-Step sein, mit einer kleinen Variation. Nochmal zur Wiederholung für die Leute, die ihn schon kennen. Also, man kann ihn aus verschiedenen Handvariationen machen, aber der Basic-Schritt von den Beinen bleibt eigentlich ein einfacher Kreuzschritt. Das rechte Bein geht nach rechts und das linke Bein geht nach links. Genau, jetzt nochmal umgekehrt, damit ihr das auch ein bisschen besser nachtanzen könnt. Das rechte Bein geht nach links und das linke Bein geht nach rechts. So, soweit so einfach. Jetzt bauen wir eine kleine Variation ein, indem wir den Step machen, aber dann das rechte Bein hochheben und vom linken Bein abspringen, auf den rechten Bein wieder landen und mit dem linken Bein den linken Step machen. Klingt jetzt gesprochen was kompliziert ist, aber an sich ganz einfach. Wir gehen rechts Step, gehen rechts hoch, links Step. Wir nehmen das linke Bein hoch, springen rechts ab und rechts hoch. Nochmal in die andere Richtung. Wir gehen rechts, hoch, Sprung, rechts, Sprung, links. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal auf die Musik. Das ist jetzt ein langsamer Song, die Playlist tue ich auch nachher hinten dran beim Video. Wir fangen rechts an, starten nach hinten, damit es für euch einfach was nachzumachen. 5 und 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Okay, sehr gut gemacht, let's go. Okay, jetzt lernen wir den ersten Go-Down. Ein paar von meinen Schülern wird dir wahrscheinlich vertraut vorkommen, aber wir bauen jetzt noch so kleine Footwork-Variationen darin ein. Die Schritte machen wir jetzt erstmal ohne Sprung, damit es ein bisschen klar ist, wie die Beine kommen. Und dann werden wir noch einen kleinen Sprung in diesen Go-Down, also nach unten gehen, einbauen. Der erste Schritt ist, dass das rechte Bein einmal schwingt und da landet. Das linke Bein geht nach vor. Und das rechte Bein, also das hinterste Bein, geht weiter nach hinten. Jetzt sitzt die linke Hand auf dem Boden auf, die rechte neben. Das linke Bein, das vordere Bein jetzt, geht einmal hier in die Lücke rein. Geht nochmal langsam. Das rechte Bein schwingt. Das linke Bein geht davor. Das rechte Bein geht nach hinten. Linke Hand auf dem Boden, Hände parallel, linkes Bein runterziehen. Okay, jetzt mit dem Sprung. Wenn wir jetzt schwingen, und das Bein ungefähr in diesem Winkel ankommt, springen wir vom linken Bein ab und landen auch im rechten. Das heißt, wir schwingen, springen auf rechts, linkes Bein nach vor wieder, rechtes Bein nach hinten und wir sind unten angekommen. Okay. Noch einmal ein bisschen schneller. Das rechte Bein schwingt, das linke Bein landet davor, rechte Bein nach hinten und wir sind unten. Nochmal in die andere Richtung, damit es einfacher ist nachzumachen. Wir schwingen mit dem rechten Bein. Setzen das linke Bein nach vor, gehen mit dem rechten Bein nach hinten, linke Hand zum Boden und sind unten. Letztes Mal. Rechtes Bein schwingt, links nach vor, rechtes Bein nach hinten, linkes durchziehen. Sehr schön. Jetzt kommt wie versprochen die kleine Variation. Wenn wir jetzt hier unten angekommen sind, machen wir an der Stelle eine Drehung nach hinten, also Richtung Rücken. Wir lassen das rechte Bein gestreckt, drehen über den Rücken nach hinten und gehen hier in eine Zulu-Spin-Position. Okay. Nochmal in die andere Richtung, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird. Rechtes Bein schwingt, linkes Bein nach vor, rechtes Bein nach hinten, auf den Boden. Jetzt gehen wir über die rechte Schulter weg und lassen das rechte Bein gestreckt und das linke Bein hier bei der Rotation an, dass wir jetzt hier uns hinstellen können. Perfekt. Okay, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Musik. Ich drehe mich direkt mal in die andere Richtung, dann ist es für euch einfacher, als einfach nachzutanzen. Mit der kleinen Variation und dem Eindrehen. Okay, let's go. Also, rechtes Bein schwingt, linkes Bein davor, rechts zurück und einmal rumdrehen. Rechtes Bein gestreckt, linkes gebeugt, okay? Nochmal. 5, 6, 7, 8 und schwingen, springen und zapfen, einbringen.
Okay, jetzt sind wir jetzt unten angekommen und jetzt machen wir einen Zulu-Spin und Basic Footwork. Nicht schwer zu lernen, aber vielleicht schwer zu meistern. Wir waren in der Hocke angekommen, das rechte Bein war vorne, wir sind auf dem rechten Arm. Der Arm ist gegenüber der Hüfte, nicht so weit vorne, nicht so weit hinten. Das linke Bein ist gestreckt. Und während der ganzen Bewegung bleibt das rechte Bein auch gestreckt und das linke Bein bleibt gebeugt am Po. Wir drehen uns auf die rechte Seite und nehmen die Hände auf einer Linie. Das linke Bein bleibt aber am Po und wir setzen uns wieder aufs linke Bein. Die rechte Hand löst sich wieder und wir sind praktisch wieder angefangen. Jetzt wechseln wir das Bein, das heißt, das linke Bein geht nach vorne und jetzt auch nur der linke Arm auf dem Boden. Wir rotieren nach links, die Hände setzen auf eine Linie auf, das rechte Bein bleibt am Po und wir setzen uns wieder ganz wichtig aufs gleiche Bein. Wir wechseln das Bein nicht währenddessen. Okay, nochmal, geht rechts wechseln, rechtes Bein ist vorne. Wir drehen immer in die Richtung, wo das Bein gestreckt ist und setzen uns wieder aufs gleiche Bein. Wechseln die Beine, rotieren und setzen uns aufs gleiche Bein. Das machen wir nachher zweimal. Jetzt haben wir ja schon ziemlich viel gelernt. Wir versuchen jetzt mal alles zusammenzupacken, bis wir den Kung Po gemacht haben. Das heißt, Top Rock in den Step mit Sprung, den wir gemacht haben, den Go Down, den wir gemacht haben und die kleine Variation auf dem Boden. Okay, let's go. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und weiter schwingt. Links dahinter, rechts zurück. Wir drehen nach vorne. Zulu Spin auf links, wechseln das Bein und Zulu Spin auf rechts. Sehr schön, genau. Nochmal einmal. Von vorne, um einfach eine bessere Perspektive nochmal zu geben. Wir fangen an mit unten Step. 1, Sprung, 2. Sehr schön. Ein Schwing, Spring. Dreh, in den Step auf links. Ein Wechsel, in den Step auf rechts. Sehr schön. Jetzt mal nochmal nach vorne. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ein Ring. Zwischen nach links. Bein wechseln, Arm wechseln. Zwischen nach rechts. Auf links stehen geblieben. Jetzt kommt eine kleine Hook-Variation. Wir wechseln das Bein noch einmal, sodass das rechte Bein wieder vorne ist. Jetzt gehen wir unten in den Hook, also das heißt auf Deutsch einhaken. Die Fußspitze zeigt vom Körper weg. Das linke Bein ist angebeugt, ihr seid auf dem rechten Arm, ganz wichtig. Und ihr versucht einmal mit der Kniekehle das Sprunggelenk zu umklammern. Dann machen wir noch etwas anderen Hook. Wir gehen nach oben und setzen das rechte Bein auf der linken Knie oben ab. Drehen uns nach links, setzen Fuß auf den Boden. Jetzt drehen wir ein bis hierhin und lassen das Knie auf den Boden. Okay, nochmal von Anfang. Wir haben noch einmal gewechselt, das rechte Bein mehr als vorne. Gehen rechts in die Hook, oben in die Hook, setzen den Fuß auf den Boden ab, bleiben hier in dieser Sling und nehmen den linken Knie auf den Boden, rechtes Bein ist vorne. Nochmal die andere Richtung. Wir gehen rechts in die Hook, rechts oben in die Hook. Fuß absetzen, drehen, 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 bis das Knie automatisch auf den Boden fällt. Nochmal bis zur Stelle. Oben drauf. Drehen, drehen, drehen. Stopp. Jetzt ist das linke Knie auf dem Boden und das rechte Bein ist vorne. Jetzt ist ganz wichtig, dass der hintere Fuß flach auf dem Boden liegt. Das heißt, nicht so, sondern flach auf dem Boden. Jetzt drücken wir uns aus dem vorderen Bein nach hinten ab und gehen so ein bisschen leicht hinten links auf den Fuß. Das heißt, wir drücken uns nach hinten ab. Sehr schön. Nochmal. Rechtes Bein ist vorne, links dahinter. Wir drücken uns vom vorderen Bein nach hinten ab. Gehen mit dem Bein hoch. Sehr schön. Und das ist jetzt erstmal der Übergang, um wieder ins Stehen zu kommen. Machen wir das nun mal in die andere Richtung. So waren wir, links Bein hinten ist flach, wir drücken uns nach hinten und nehmen das Bein nach vorne, sodass wir wieder aufstehen können. Okay, an sich ist das hier schon das Ende. Jetzt können wir uns noch zum Schluss, wo wir aufgestanden sind, eine Pose überlegen, die uns persönlich gefällt. Also es kann alles von
so, bis so, bis so. Egal was, macht, wonach ihr euch fühlt am Ende, womit ihr euch identifizieren könnt. Wir machen noch zwei Durchgänge trocken und dann noch einen mit der Musik. Okay, wir haben angefangen mit in den Step rechts, sind hochgesprungen, links Step, wieder gesprungen, rechts Step, wieder gesprungen, links Step, Bein zurück. Rechtes Bein ist gesprungen, linkes Bein nach vor, rechtes Bein zurück, linkes Bein nach hinten. Sind links eingedreht, sodass das rechte Bein nach vorne ist, ein Solospin nach rechts. Haben dann das Bein gewechselt, Solospin nach links, haben Hook unten, Hook oben, eingehen, Fuß auf den Boden. Nach hinten pushen, nach vorne kommen und aus. Okay, jetzt nochmal eine Variation. Nach hinten, wir sind rechts in den Step hoch, links in den Step hoch, rechts in den Step hoch, Bein schwingen, links davor, rechts nach hinten und eindrehen. Solospin nach links, Bein wechseln, Solospin nach rechts, Bein wechseln, rechts Hook, oben Hook, Fußspitze auf den Boden, drehen, nach hinten sliden, nach vorne kommen und Pause. Schön. Okay, auf jeden Fall gut durchgehalten. Jetzt setzen wir alles nochmal zusammen. Von den kleinen Basics, die ich aneinander gereiht habe. Wir fangen mit rechten Bein an, ich fange nach hinten an. Und ja, let's go. Und 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, beim Wechsel, 5, 5, 5, 6, beim Wechsel, unten hoch, oben hoch, einbringen, bis nach hinten, nach hinten pushen, und Pose. Das war also soweit die kleine Basic Routine oder Set. Hat mich auf jeden Fall gefreut, wenn ihr daran teilgenommen habt, wenn es euch ein bisschen was gebracht hat. Ich freue mich, demnächst euch wieder hier mit Intakt begrüßen zu können. Der Song war Juicy von Notorious B.I.G. War aber ein Remix, werde ich aber auf jeden Fall in Anhang hängen. Ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns dann. Peace!